Okay, Richard, hallo, willkommen im Hallo. Video. Danke, dass du dir Zeit genommen hast für uns, dir deine Geschichte zu erzählen. Du selber lebst ja in England auf der Isle of Man. Das ist eine schöne Insel zwischen Irland und England. Du sprichst aber auch, bitte? Mitten im Irischen Meer, ja, Genau. Und aber wie man merkt, du sprichst auch Deutsch und das wäre schon mal die erste Frage an dich. Was ist dein Hintergrund? ich bin Engländer, der in der Schweiz aufgewachsen ist und dann habe in all meinen Jahren, in 47 Jahren, habe ich die meiste Zeit in der Schweiz gewohnt, im deutschsprachigen Raum nähe Zürich, dann auch New York, dann wieder Schweiz, dann London, dann im französisch sprechenden Teil, Isle of Man und auch gezwungenermaßen ein paar Monate am Stück, zwei, dreimal in der Slowakei. Das ist eigentlich ja das Thema. Ich habe einen Sohn, der wird morgen 9, der wohnt in der Slowakei bei seiner Mutter und bin so in diese ganze verrückte Welt von Kinderrechten, Menschenrechten, Korruption, Psychologie, alles reingefallen. Und da ich mich eigentlich für alle Sachen eigentlich interessiere und nicht einfach aufgebe, wenn sich eine, wie soll ich sagen, ja, wenn sich ein Problem zeigt, dann löse ich das. Auch wenn es lange, lange dauert. Bis jetzt dauert das, wie gesagt, er wird morgen 9 und mein Problem fing, morgen sind es 9 Jahre. Mein Problem fing eigentlich bei der Geburt an. Vorher war es eigentlich okay. Aber wirklich 30 Minuten nach der Geburt fing das Ganze an. Ziemlich lange, sagen wir es mal so. Und vor der Geburt war alles normal, dann kam das Kind, dein Sohn auf die Welt Das und dann war fingen die Probleme an. normal, normal. Also wir waren nicht irgendwie verheiratet, wir hatten auch ehrlich gesagt keine Beziehung mehr. Wir hatten auch, wenn ich ganz direkt bin, wir hatten eigentlich vor der Zeugung auch keine Beziehung mehr. Wir hatten Schluss gemacht, weil wir wirklich nicht kompatibel waren. Das habe ich ihr auch gesagt. Sie hat es ja dazu gesagt. Dann hat sie gesagt, ja, aber wir haben ja noch diese Reise gebucht und so, dann machen wir noch ein bisschen Sommerromanze und gehen auf diese Reise und das war's dann. Und 2, 3 Wochen später oder ein paar Wochen später hieß es, hey, ich bin schwanger. Und naja, gut, dann haben wir gesagt, gut, in dem können wir trotzdem, sind wir nicht auf einmal kompatibel, aber ich will in seinem Leben sein und so weiter. Und dann, das Komische in diesen Sachen, wie du ja auch von deiner Situation weißt, da gibt es gewisse Sätze, die einfach einem bleiben, die sind so ins Hirn eingebrannt. Und eine war, dass sie gesagt hat, ja, dann würde sie, sie hat es auf Englisch gesagt, haben unsere Beziehung auf Englisch und Französisch, aber da hat sie gesagt, sie würde einen Schwangerschaftsabbruch machen lassen und sich dann umbringen. Da habe ich dann gedacht, oh mein Gott, wer macht irgend, wer der wirklich an irgendwie an Selbstmord denkt, ah ja, das Letzte, was ich noch machen muss, so auf meiner Bucketlist, ist, ich muss noch einen Schwangerschaftsabbruch machen. Ne? Also, und dann habe ich dann schon gemerkt, oh, da wird es wirklich, das wird schwierig, oder? Und bin dann rüber und habe. Dann hat sie so eine Wohnung
geholt da. Und dann habe ich die angefangen zu dekorieren. Dann hieß es ja, die wird in 4 Wochen wird da außen renoviert. Da kannst du nicht da wohnen. Ich sage, wieso nimmst du überhaupt so eine Wohnung? Ja, ich kann ja zu deinem Haus oder in deinem Ferienhaus. So funktioniert das nicht. Ne? Und naja, und dann eben, wenn wir jetzt zu dem Anfang des richtigen Problems gehen, oder eigentlich bei der Geburt, was ist das denn da? Haben DVD geguckt, dann hieß es ja, jetzt kommt das Baby, dann fuhr ich sie in dieses Spital. Da hat sie gesagt, ja gut, 10 Minuten mit dem Auto, kannst du wieder zurück, geht in ein paar Stunden, ich rufe an. Gut, dann rief sie an, gibt einen Kaiserschnitt, ich soll ins Spital kommen. Dann komme ich da rein, mitten in der Nacht, 3, 4 Uhr morgens, und diese Spitäler in der Slowakei, das ist, es ist wie eine Szene aus einem Schwarzenegger-Film, ohne Schwarzenegger. Also es sieht wirklich so postapokalyptisch aus, in Sachen Löcher in der Wand, und alle Türen sind geschlossen, und nicht mal eine Tür klinkt ist und kommt es nicht raus, dann kriegst du diese panischen Ängste. Was auch nicht hilft, ist, dass Eingang und Ausgang so ähnlich Wörter sind, dass du das nicht findest. Auf jeden Fall habe ich dann endlich jemanden gefunden, der Englisch oder Deutsch konnte. Ich höre hier gerade Tonprobleme. Kannst du mal was sagen? Ja, ist okay jetzt. Okay, jetzt schon, ja, mach mal noch mal weiter, Entschuldigung. Ja. Okay, gut, also dann habe ich dann endlich jemanden gefunden, der Englisch oder Deutsch konnte, und das war dann dieser Anästhesist. Und dann habe ich gesagt, es ging alles okay. Ja, sind beide wohlauf. Super, kann ich meinen Kleinen sehen? Nein, die Mutter schläft noch. Ja, aber ich will ihn doch jetzt sehen. Also, sie kann ich ja dann nachher sehen. Nee, sie sind nicht auf der Geburtsurkunde. Die Mutter hatte kurz vor dem Anruf mit mir so ein Formular ausfüllen müssen, weil es natürlich eine Notoperation war, oder? Wer ist der Papa oder wer ist der Nächste, oder falls irgendwas schief geht? Und da hat sie mich nicht aufs Formular getan. Das heißt, wenn sie bei diesem Kaiserschnitt gestorben wäre, wäre das Kind überhaupt nicht bei mir gewesen. Er hatte ihr gesagt, ja, in dem Fall soll sie doch dem Vater zurückrufen. Er hat das Telefonat gehört und sagen, ich soll nicht auftauchen, weil nichts passiert. That's his own fucking fault. Ja, okay, das war die Antwort zum Anästhesisten kurz vor der Geburt des ersten und einzigen Kindes. Also war nicht besonders nett. Und ja, dann durfte ich den nächsten Tag zur Besucherzeit dahin gehen und durch Plexiglas mein Kind sehen, was ja heute zur Corona-Zeit ja fast normal, also die Normalität ist, ja. Aber dazu mal als mein Kind durch Plexiglas zu sehen, dann habe ich gesagt, ich soll diese Tür aufmachen. Dann haben die endlich diese Tür aufgemacht, damit ich ihn sehen konnte. Weil all diese slowakischen Eltern sind irgendwie da zufrieden, dass dem Kind durch ein Plexiglas gezeigt wird zum Papa. Aber so ist das ich mir nicht antun. Und ja, das dritte Wort, das mein Sohn je von mir gehört hat, war ein Fluchwort. Weil ich What the fuck was that? naja, aber sonst war es dann eigentlich wieder eine Zeit lang, ging es ein bisschen besser. Und dann wurde es dann sofort wieder schlimm, sobald es hieß, dass, als ich gesagt habe, du, ich gehe jetzt wieder nach Hause, ja, in meinen Kleinen sehen. Und dann nach einem Jahr hat sie gesagt, wirst du ihn auch nicht unter ihren eigenen komischen Regeln sehen. Und dann habe ich sie dann vor Gericht genommen es ging fast 1,5 Jahre, aber dann konnte ich einen DNA-Test
durchdrücken durch das Gericht für Kind und Mutter, damit ich dann auf der Geburtsurkunde erscheinen musste, und also weil ich das ja wollte. Und ich wollte auch, ich habe dann, weil das so lang ging, habe ich eine Zeit lang gesagt, gedacht, okay, vielleicht lasse ich das mit dem DNA-Test liegen. Der Kleine sieht aus wie ich, also so viel ich weiß, ist er meiner, aber hast du keine anderen Gedanken gehabt. Dann habe ich einen Kumpel angerufen von mir und habe ich gesagt, hast du jemals gehört, dass ich vielleicht nicht der Papa bin? Dann hieß es ja, ja, seit der Geburt nicht mehr. Das ist auch wieder so ein Satz, der immer für immer bleibt. Da habe ich gesagt, du, was geht da rum und sagt, dass sie nicht weiß, wer der Papa ist. Also, aber naja, auf jeden Fall hat sich dann gut zum Glück herausgestellt, dass es wirklich ich war und ich weiß der Teufel wer. aber naja, so fing das an und dann... dann konnte ich dann endlich, dann habe ich dann sofort Rechte gekriegt, den Kleinen zu sehen. Dann, sobald er dann einmal irgendwie auf die Nase gefallen ist, hieß es, sie würde ihn dann sofort ins Spital nehmen, weil ich am nächsten stand, sei das jetzt irgendwie mein Ding, war natürlich überhaupt nichts, also nichts zwingend, nichts Spitalwürdiges, also wirklich so ein, also gar nichts. Also. Und naja, und danach hieß es im Gericht, ich hätte mein Kind aus dem offenen Fenster des Autos rausgeschmissen. Also es ging dann los, ziemlich schnell los mit diesen Sachen. All diese Stories, ich würde ihn schlagen, ich würde dies, ich würde das. So, Märchen haben nichts dagegen. Ja. Ja, geglaubt wurde eigentlich nichts von dem. Das von dem her war gut, aber das stresst dann natürlich schon, wenn man dauernd irgendwelche Sachen hört, was man irgendwie machen müsste. Und dann wurde, was war dann das nächste? Ja, dann hieß es mal, was ich mit meinen Eltern in kleinen 2 Stunden hatte, hieß es, wir würden uns nicht interessieren und wir würden ihn ignorieren und bla bla bla, bis ich dann im Gericht gesagt habe, okay, wollen Sie das Video sehen? habe alles aufgenommen. Ja. Und seitdem habe ich natürlich die Richterin gehasst, weil sie mir nicht irgendwas in die Schuhe schieben konnte. Alle Videos nachher, also ich habe nachher durch das Gericht alle 2 Wochenende gekriegt, in der Slowakei 2x6 Stunden, von 9 bis 3, am Samstag 9 bis 3 am Sonntag. Das war also von, habe ich den natürlich auch gesagt, das war von Isle of Man, waren das 104 Flüge pro Jahr, 10 Tage pro Monat weg. Ich musste am Donnerstag, Spätnachmittag hier weg, damit ich am Samstagmorgen da war und kam dann wieder erst am Dienstagabend wieder zurück. Musste dann London übernachten, musste dies, musste das. Wurde nicht einmal irgendwie verschoben. Ich habe dann gesagt, hey, es gibt einen Flieger von London, der landet irgendwie um 10. Kann ich bitte das alles so um 3 Stunden verschieben? Nee, dann verlieren Sie diese 3 Stunden. Ja, und so, ja. Das waren alles noch so diese relativ normalen Spielchen, also normal für unsere Normalität, die wir und alle, die jetzt das gucken, halt so ein bisschen kennen. Ja. Es wurde dann aber schnell mal nicht mehr so normal. Das ging dann ziemlich rasant runter, weil Teil der Entscheidung war Zahlung, was man das halt nennt, da irgendwie Kinderalimente oder was auch immer, wie man das nennen will, Kindergeld. Und ich hatte schon vorher 1,5 Jahre, also nach dem Tag
des DNA-Tests hatte ich schon bezahlt, freiwillig, auch relativ viel. Dann hieß es in diesem Entscheid, ich müsse viel mehr zahlen. Meine Steuerrechnungen, Bestätigung vom Steueramt, die sind das alles ignoriert. Meine Kosten dahin zu gehen, Tausender pro Monat auch ignoriert. Ich sollte auch noch nachzahlen bis zurück zur Geburt. Ganz verrückt. Und diese Nachzahlung sollte ich auch über 10 Monate machen, weil die zweite Instanz in der Slowakei 8 bis 9 Monate dauert. Damit ich also so, auch wenn an der nächsten Instanz entschieden würde, dass es nicht angeht, jemanden dazu verdammen, mehr wie 100% von seinem Einkommen abzudrücken, dann hätte ich das sowieso schon alles gemacht. Ja. Gut, dann habe ich also diese Zahlen gemacht und die... Warte kurz, also die wollten, dass du dein gesamtes Einkommen zahlst, oder meinst du das 100%? Ja, weil die meine Steuerrechnung nicht angenommen haben. Ja. Die haben dann einfach gesagt, wir erfinden ihnen ein Einkommen und basierend auf das zahlen sie so viel. Ja. Mhm. War ganz nett. Es gibt in der Slowakei gibt's ein Ding, dass die, wenn die das Einkommen nicht wissen oder nicht glauben, dann gibt's ein Höchsteinkommen, von dem die nachher berechnen können. Und das haben die dann sofort gemacht. War natürlich ein Riesenfehler auf die lange Dauer, weil man kann das Höchsteinkommen nicht noch erhöhen. Ja. Also da bist du schon mal mit all in, oder? Dann kannst du nicht noch ein Race machen in Pokersprache. Also das ist ein fiktives Einkommen, das die angenommen haben, weil sie behauptet haben, deine Steuererklärungen, die du vorgelegt hast, die seien falsch. Ja, genau. Und ich hatte, da wurde alles beschrieben. Da wurde mein Haus ist dreimal mit geschworenen Statements ist mein Haus dreimal um 50 Quadratmeter gewachsen. Ja. Von einem Statement zum nächsten. Einfach so. Meine Freundin hat gesagt, sie guckt ab und zu mal bei Türen rein, um die 50 Quadratmeter zu suchen. Ja. Das ist wirklich idiotisch. Also so ging das, oder? Dann hieß es, wie groß die Terrasse ist bei der Wohnung meiner Eltern. Mein Auto wurde um 10 Jahre verjüngert, ja, damit es einen höheren Wert hatte. Und dies und das, mein Haus wurde bei 1 Million Pfund geschätzt, wenn genau zu dem Punkt meine 2 Nachbarn auf dem Markt waren für ein Fünftel bis ein Viertel von dem. Ja. Einfach mal irgendwas erfinden. Die Story von, das ist ein reicher Westler. Ja. Wer hat es erfunden? Die Mutter deines Sohnes? Die Mutter und dann und natürlich die Anwälte. Aber das einfach mal erfinden. Gleichzeitig wurde gesagt, dass die von der Mutter sie verdiene weniger wie 500 Euro im Jahr. Also gleich mal so extrem. Auch wenn sie 3 Firmen hatte, wo wir vorgelegt haben, dass nur Consulting machen, 80.000 Euro verdienen. Ja. Aber 500 Euro im Jahr ist ihr Einkommen. Aber auf jeden Fall, das sind alles diese so Standardspiele, die es leider im Familiengericht erlaubt werden oder gebilligt werden oder was auch immer. Was aber dann passiert ist, ist diese zweite oder dritte Zahlung, wo die Richterin gesagt hat, du musst jetzt so und so viel zahlen, dann habe ich das gemacht. Zweite, dritte Zahlung kam zurück. PayPal, nach 30 Tagen kam das zurück, oder? Weil sie hatte mir kein Konto gegeben, habe ich über PayPal gemacht und das hatten wir 2 Jahre lang schon gemacht. Und dann hieß es von PayPal, ja, sie hat das Konto zugemacht. Ich habe gesagt, kann ich bitte das neue Konto haben? Dann gab sie mir so eine IBAN-Nummer, habe ich abgecheckt, ist ein Konto von meinem Sohn. Haben wir bei der Anwältin gefragt, ja, wenn sie ihrem Sohn diese Zahlen überweisen, auch wenn es genau die Summe ist und wenn es im Betreff drinsteht, was es ist, dann ist es ein Geschenk. Entschulden Sie das immer noch. Ja, gut, ja, in dem Fall zahle ich es nicht. Oder?
immer schön auf PayPal weiter, jedes Mal, jeden Monat nochmals draufgezahlt und wieder geschickt, wieder nach 30 Tagen zurück. Und das Ganze ging so weiter, bis ich auf einmal kontaktiert wurde per E-Mail von der slowakischen Polizei. Ich sei gemeldet worden als Krimineller, weil ich eben diese Zahlungen nicht mache. Natürlich habe ein Konto, bla, habe ich alles geschickt. Dann haben meine Anwälte nochmals die Akte da angeguckt und haben herausgefunden, glaube ich, 6 Tage bevor sich die Polizei überhaupt bei mir gemeldet hat, haben die schon bei Interpol nach mir gefragt. Also gleich mal so. Ja. Und das ist halt ein Standardtrick. Wenn man zahlt, dann gut, dann kann man ja nachher nochmals verarscht werden. Wenn man nicht zahlt, dann ist man halt in der Slowakei gesucht und da kann man nicht hin. Und somit bin ich jetzt seit fast 5 Jahren nicht mehr in der Slowakei gewesen. Das heißt, wenn du in die Slowakei einreisen würdest, würdest du verhaftet werden? Das ist das, was ich glauben soll und glauben muss. Ja. Ob es jetzt wirklich so ist, werde ich wohl nicht testen. Ja. Ich will nicht in einem slowakischen Knast landen. Bin ich gerne noch Jungfrau, ja. Und der Kindesunterhalt, also weißt du jetzt ein Konto, wo du es drauf hast? Das ging noch weiter. Also dann haben die diesen Checkdown probiert. Wir haben dann gesagt, Leute, wir haben kein Konto, die Summe ist fiktiv, etc. Ist nur so gemacht, damit ist eine Falschanzeige, weil wenn man selber das Konto schließt, dann ist es eine Falschanzeige, ja. Mhm. Und naja, dann hieß es, dann ging das 1,5 Jahre, glaube ich. 1,5 Jahre, ja. Und auf einmal kam ein E-Mail von ihr mit Beleg von der Bank, hier ist definitiv ein Konto in ihrem Namen, ja. Kriege ich das per E-Mail? Ich habe gedacht, Moment mal, also das Ganze ist sowieso Betrug, also Betrug kann ich ja nicht bezahlen. Nach 3-4 Tagen kam ein E-Mail, ja, ich habe auf dem Konto geguckt, ist immer noch keine 20, 25.000 Euro da. Ich kann nicht unter, es gibt ein ganz, ganz gutes Gesetz, gibt es vielleicht auch in Deutschland, kann ich allen vorschlagen, dass man das anguckt. Die Korruption von Offiziellen in einem Drittstaat, ja? Also Bestechungsgelder und so weiter. Ja? Und wie das im englischen Recht geschrieben ist, steht, man darf keine Zahlungen an jemanden machen, wo man weiß, dass damit Bestechungen bezahlt werden. Steht aber im Gesetz nicht drin, ob diese Bestechungen in meinem Interesse oder gegen mein Interesse sein müssen. Also habe ich dieses Gesetz benutzt und gesagt, ich weiß, es werden Leute damit bestochen, also darf ich gesetzlich keine Zahlungen leisten. Dass diese Leute bestochen werden, um mich nachher zu verarschen, ist nebenbei und steht im Gesetz nicht. Ja. Gut, und dann habe ich mich schon gefragt, wieso jetzt irgendwie nach 1,5, 2 Jahren kriege ich ein Konto. Ne? Das hat sich dann später herausgestellt, nochmals Akte angeguckt, wurde ein Antrag gemacht beim Kriminalgericht in der Slowakei, um einen europäischen Haftbefehl auszustellen für mich, wegen dieser Sache. Dieser europäische Haftbefehl ist abgeblitzt, haben die Nein gesagt. Und wir haben davon, also nach 10 Tagen oder so, wurde ein Brief verfasst, wurde ein Antrag gemacht und da wurde abgelehnt. Aber das Konto habe ich nach einem Tag gekriegt, also 9 Tage, bevor wir es überhaupt erfahren haben.
Das heißt, da wurde intern weitergesagt und dann wurde probiert, in dieser Woche das Geld von mir zu kriegen, bevor ich rausfinden würde, dass ich nicht verhaftet werde. Und dann ging es weiter, dann wurde ich im Schengen-Informationssystem eingeschrieben, wurde dann mal am Flughafen in Zürich angehalten, musste mit der Kantonspolizei quatschen. Und dann hat sich da herausgestellt, dass die am gleichen Tag, also das Schengen-Informationssystem ist so, dass man, wenn ein Staat in EU-Schengen, also leider ist die Schweiz bei Schengen auch dabei, wenn ein Staat nicht weiß, wo jemand wohnt zum Beispiel, oder wo diese Person sich jetzt gerade aufhält, dann kann man in dieses System eingegeben werden. Und dann Pass irgendwo zeigen oder Fahrausweis, wie auch immer, macht beep, beep, beep und dann werden dann Fragen gestellt. Und das war an dem gleich, diese Fragen, wo ich wohne und dass die nicht wissen, dass, wo meine Wohnadresse ist, wurde am gleichen Tag aufgegeben, wo die mir einen eingeschriebenen Brief an meine Adresse geschickt haben und den ich auch erhalten habe über was komplett anderes. Ja. Von der gleichen Polizistin. Ja. War also nur eine Verarschung. Aber das war eine komische Sache, weil ich saß da in diesem kleinen Polizeiposten beim Flughafen Zürich. Ganz nette Polizistin, hat die gesagt, ja, das machen diese osteuropäischen Länder. Ich hoffe, sie vermissen ihren Flug nicht. Ja. Und ich gehe los und in diesem Polizeiposten waren so ein Pärchen, so Mitte 20. Und ich habe so Hallo gesagt und das war's. Oder? Dann haben wir unsere Sachen gemacht. Und auch als ich auf dem Flieger nach London ging, dann saßen die beiden da. Und dann haben die, habe ich gesagt, ihr habt es auch geschafft, ja. Waren auch Schweizer. Und dann habe ich gesagt, ja, was hast du gemacht? Hat er, ja, irgendeine Parkbuße, wusste ich nicht. Oder ja, und du? Und ich so, ja, Interpol habe ich gesucht. Da war so, aber wenn man verarscht wird, dann kann man damit auch ein bisschen Spaß haben. Ja. Das ist. Dann haben die gedacht, du arbeitest beim MI6 und bist deshalb. Ja. Da ist die doch gar nicht auf, eine italienische Massenlosen. Hat ja gar keinen Dreitagebar. Also, nee, es war also ganz, ganz komisch. Die haben dann richtig geguckt. So. Das ist das Interpol. Aber eben das mit dem Geld klären, weil, zahlst du jetzt gerade Kindesunterhalt oder zahlst du nicht? Ich frage, weil es ist ja dann immer der Vorwurf, der Vater zahlt nicht, ja, der ist ein Schwein, der lässt sein Kind hängen, er unterstützt es nicht. Wie machst du das jetzt gerade? Ich kann da nichts sagen, weil das eben, ich habe da x-mal gesagt, das sind meine richtigen Zahlen hier, Bestätigung vom Gericht und so weiter. Und dann ging es leider noch ein bisschen weiter mit dieser Sache mit dem Kindergeld, da wollte sie mehr. Und basierend auf dem, dass er jetzt in einer anderen Schule ist, andere Privatschule. Ja. Und wir haben dann diese Rechnung gekriegt, die Bestätigung von Schulen, dies und das. Und das ging um 880 Euro pro Monat, ja, nur für die Schule. Und daher sollte ich mehr zahlen. Ja. Und das wurde alles eingereicht beim Gericht, x-mal bestätigt, dies und das. Und wir haben dann über einen Ex-Freund, der mich kontaktiert hat, habe ich herausgefunden, er geht gar nicht in diese Schule, er geht in eine andere Schule. Die kostet 200 Euro. Wir haben dann nachher das wieder vorgetan. Dann hat die Richterin, sowieso unglaublich korrupte Richterin, aber sie hat dann gesagt, ja, das,
Ich hatte eine Oppositionspolitikerin im Saal da, ich natürlich nicht, weil ich nicht hingehen kann, aber meine Anwälte und diese Oppositionspolitikerinnen. Und dann hieß es, ja, das sei ja unglaublich, oder? Das ist ja ein Betrugsversuch durch das Gericht. Und wir sind natürlich sofort dann zur Polizei mit dem. Ich sagte, das ist ein Betrugsversuch durch Gericht. Und nachher hieß es, ich bin ein Arschloch, weil ich versuche, die Mutter in den Knast zu stecken. Was ich eigentlich nicht will. Ich wollte, dass ich nicht in betrogen werde. Ja? Das ist so, nee, das ist ein Betrugsversuch, eine Differenz von 680 Euro mal von damals war was, 6 oder 7, ja, bis sagen wir mal 20. Ja, das sind da so 80 Euro, 80.000 Euro, 90.000 Euro Betrugsversuch. Da habe ich gesagt, das ist nicht einfach ein kleines Delikt. Das sind viermal der Durchschnittsbanküberfall in der EU. Ja. Ein Durchschnittsbanküberfall in der EU ist 15.000 Euro. Und da versucht jemand das zu machen, ohne dass man da mit einer Knarre in der Bank läuft, sondern dass man einfach sagt, das Kind geht an eine Schule, wo er gar nicht hingeht. Was sowieso ich als Vater ja wissen muss und zusagen sollte, wo, welche Schule er geht. Aber so funktioniert das leider da. So alles, was man kriminell anzeigt, wird abgewiesen, kommt wieder zurück. Wir haben mal 20, glaube ich, 20 Leute, Richter und so weiter, alle angeklagt, Polizisten, alle als eine Conspiracy, ja, wie heißt das, eine kriminelle Organisation? Ja. Vereinigung, ja. Ja, genau, ja, ist ja eigentlich ein rechtlicher Begriff und so. Und dann haben wir alle da verklagt und die. Und jetzt muss ich drauf fassen, was jetzt passiert. Das Ganze wurde untersucht von der Polizistin, die Teil von dieser Gruppe war. Sie war selber angeklagt in diesem Ding und sie hat die anderen interviewt. Und dann habe ich gesagt, das geht doch nicht. Wir haben das nachher an die nächste höhere Instanz, und dann hat die gesagt, das sei alles okay, weil sie sich ja nicht selber befragt hat, sondern nur die anderen. Ohne Scheiß. Also so, da ist Kafka und Alice im Wunderland zusammen mit Woodstock. Ja? Dass man sowas überhaupt schreiben kann, ja? Ist absolut unglaublich. Ja? Und das bei Sachen, die so ernst sind wie emotionaler und psychologischer Missbrauch, Misshandlung von einem Kind und Freiheitseinschränkungen und Einschränkungen gegenüber Menschen, also alle meine Menschenrechte und seine Menschenrechte und so weiter. Naja, der aktuelle Stand bis, sagen wir mal jetzt, bis kurz vor dieser Wahl, die Slowaken hatten eine Wahl, wo eine Antikorruptions-Opposition ja gewonnen, Ende Februar, war die letzte Wahl vor Corona, oder vielleicht die letzte Wahl, Punkt, werden wir sehen. Darauf an, was die Staaten da alle so denken. Da wurde beim letzten Ding wurde entschieden, die letzte Entscheidung war, dass das Gericht in Sachen Kontakt zwischen Vater und Kind keine Entscheidung treffen wird. Der Entscheid ist, wir machen keine Entscheidung. Weil das Gericht laut Gesetz darf zwei Sachen entscheiden. Ja oder nein. Ja, also wenn die mir den Kontakt verbieten würden mit dem Kind, dann müssten die Beweise haben. Steht im Gesetz. Wenn die
Wenn die mir einen Kontakt erlauben, dann muss das ja so sein, dass das keine Beweise gibt, dass das irgendwie gefährlich wäre. Also kam nicht diese Richterin, sondern die Frau, die Puppenspielerin, ja, die das Ganze organisiert, aus Korruptionsgründen, kam auf die Idee, dass man entscheidet, dass es keine Entscheidung gibt. Und so Das auch heißt, du Überwachung. bist, vor wie vielen Jahren bist du vor Gericht gegangen? Erste Sache war 2012. Okay, vor 8 Jahren bist du vor Gericht, um eine Umgangsregelung zu bekommen. Und jetzt vor kurzem, also nach 7 Jahren, oder, wurde Ja. entschieden, das Gericht wird nichts entscheiden. Genau. Aber das geht ja auch nicht, weil das Gericht ja dann das Kind gefährdet, wenn die den Umgang mit dem Vater nicht regeln. Genau. Aber Franz Kafka kam von dieser Welt, ja, und er hat diese Welt beschrieben, dass es so läuft, das da, ja. Das Gleiche wurde entschieden für meine Eltern, dass keine Umgangsregelung für die Großeltern mit dem Enkelkind, weil der Vater online einen Vater unterstützt, der seine Kinder dann aus der Slowakei rausgeholt hat. Ja? Also unterstützt. Also ich bin mit ihm in Kontakt oder befreundet oder so. Immer, ja? Ich sage nicht, dass das der schlimmste Mensch der Welt ist. Ja? Also wegen dem dürfen die Großeltern keinen Kontakt haben. Und jetzt ist die, du hast, wie soll ich das sagen? Du hast gefragt, ja, wie ist es dann mit Zahlen und so weiter. Also wo diese Richterin dies entschieden hat, also dass ihre beste Entscheidung war, keine Entscheidung zu treffen, war mein Angebot, war 50-50 geteilte Obhut, jeden Monat oder 6 Wochen hin und her. Ich würde alle Flüge zahlen und ich zahle der Mutter die Kosten. Ja? Also das heißt, ich zahle, was die Mutter wollte, aber nur bei 50-50. Ja? Das heißt, man kann sich noch was dann verdienen. Ja? Und das wurde dann nicht einmal richtig behandelt. Eben einfach. Es gibt keine Entscheidung. Ja? Das ist unser Entscheid. Bumm. Naja, da gibt's, da sind wir natürlich zur nächsten Instanz, da warten wir noch. Aber das ist was, das diese Richterin schon mehrmals gemacht hat. Wir haben viele, viele Informationen. Ich arbeite sehr eng mit verschiedenen slowakischen Eltern und Leuten zusammen. Wir haben auch Insider, wir haben Spione in deren System, wir haben alles. Das wird langsam, geht langsam so von Kafka Richtung John le Carré. Ja, das wird richtig, das ist alles Spionieren und Informationen und so digitale Forensik und so weiter, um rauszufinden, wer dahinter ist. Wissen wir auch, jetzt ist das Ganze in den Medien, das wird da fast tagtäglich in den Medien ist das drin, was da für Korruption abgeht. Und wir hoffen, dass wir das dann irgendwann mal ändern können. Aber so man sagt, mal so, hier wird gesagt, dass so ein Entscheid bei dieser Richterin so 15 bis, nee, 12 bis 15.000 Euro kostet. Ja? Cash. Das wird mir von intern gesagt. Also so viel hat es gekostet, um die Rechte meines Kindes zu zerstören. Und dann kommen natürlich noch andere obendrauf, ja. Wir haben da auch definitiv, also schon beweistechnisch definitiv, aber wir haben Anwälte, die sagen, für
Wenn du 50-50 willst, als Vater, kostet dich das 60.000 in verschiedenen Geldern. Ja. Wir haben auch andere mit 60.000, wir haben ein paar mit 60.000. Also kommt darauf an, wie viel Geld die Leute haben. Und es geht nicht nur gegen ausländische Männer, geht gegen slowakische Männer, geht gegen slowakische Mütter. Egal, wer zahlt, gewinnt. Und wer gut ist, der wird verarscht, weil ich glaube, psychologisch, man muss es ja psychologisch, Korruption ist eine psychologische Sache, ja. Dass sich jemand selber einredet, das, was er macht, ja gar nicht so schlimm ist. Also, wenn du im Krieg war das genau so, oder da gibt es sehr viele Studien darüber, dass man halt sich das einredet. Man sagt ja, diese Person war im Knast, ja dann sowieso umgekommen. Also macht es ja nicht, dass ich den jetzt mal erschieße. Ja. Und das ist so, dass dieses Ding, dass sich diese Leute, glaube ich, einreden, dass die sagen, ja, es kann ja nicht sein, dass diese Person so gut ist, wie es der Anschein hat, weil die Mutter ja sagt, das ist ein schlechter Mensch. Ich sehe es nicht, aber es muss ja sein. No smoke without fire und solche Sachen. Ja. Und ja, dann ist es ja nicht so schlimm, wenn ich da noch ein paar Handtaschen dafür kriege, ja, und Geld drin. Ja. Und so muss man sich das ja einreden, weil sonst das Schlimme auch bei korrupten Leuten und bei schlechten Leuten ist, wenn die selber merken, dass die schlecht sind, dann ist ganz schwierig für die zu verarbeiten. Ja. Ich habe das Gefühl, dass die jetzt so langsam in diesen Punkt kommen, wo die ein bisschen damit umgehen müssen, was die überhaupt gemacht haben. Bei vielen. Ja. Also ich weiß nicht, vielleicht kennst du die Statistiken in Deutschland, wie viele Kinder zum Psychologen, zum Kinderpsychologen gehen oder an einen Punkt. Aber in der Slowakei, wurde mir gesagt, sind das 152 oder 157.000 Kinder. Das ist ein Land von 5, 6 Millionen. Ja. Dass es überhaupt so viele Kinder gibt, ist schon mal was. Ja. Aber die gehen alle zum Kinderpsychologen, weil das System so funktioniert. Da musst du nur einmal was machen, meckern. Der letzte jemand, der hat mir gesagt, der hatte während Corona-Krise hat er Essen gebracht für die Kinder und das dann nachher hingestellt vor der Hütte für die Mutter. Und die hat dann gesagt, sie holt das nicht, sie nimmt das nicht. Dann hat er beim Sozialamt angerufen und gesagt, ich habe so viele Sachen da für die Kinder. Ja, wie wissen Sie denn, dass Ihre Kinder Hunger haben? Also weißt du, wenn man schon so mit solchen Sachen gleich am Anfang rauskommt, dann da kannst du nichts machen. Ja. Lass uns nochmal rekapitulieren. Lass uns nochmal anschauen, was du jetzt erzählt hast, damit wir vielleicht auf die andere Ebene kommen, die du jetzt schon angesprochen hast mit Korruption und Psychologie. Also du bist ungewollt Vater geworden. Hast gesagt, ja, ich übernehme die Verantwortung für das Kind. Die Mutter hatte ich zur Geburt gleich raus haben wollen aus dem Ganzen. Wenn du an dem Punkt gesagt hättest, ja, okay, tschüss, ja, weil sie hatte ich ja noch nicht mal als Vater anerkannt, wenn ich es richtig verstehe, dann hättest du ja auch kein Kindesunterhalt zahlen müssen, du hättest die ganzen Probleme nicht an der Backe gehabt, du hättest einfach gehen können. Aber das wolltest du nicht, sondern du wolltest Verantwortung für deinen Sohn übernehmen. Hast du den DNA-Test machen lassen und warst damit der Vater und solltest dann quasi gemolken werden und man hat versucht, aus dir so viel Geld rauszudrücken, wie es geht, hat dir aber den Sohn enthalten, ja, für den du Verantwortung übernehmen wolltest.
Und wenn ich es richtig verstanden habe, zahlst du auch gerade nicht, wahrscheinlich genau wegen dieser Situation, weil in der Slowakei Korruption herrscht. Du sagst, diese Richterin wurde bezahlt von der Mutter deines Sohnes, damit die gegen dich entscheidet. Jetzt hat man wahrscheinlich wegen deinem Druck, den du aufgebaut hast, ja, davon weit, weit weg in die Slowakei rein, hat man jetzt entschieden, nicht zu entscheiden, ja, hat im Grunde gesagt, wir als Gericht verhalten uns nicht als Gericht, ja. Wir wollen hier raus, wir wollen, im Grunde heißt es ja, wir wollen nichts damit zu tun haben, ja. Und jetzt bist du in der nächsten Instanz. Und Ich was bin denkst du, wann wird da entschieden? Was erwartest du dir da? die nächste Instanz ist immer die gleiche. Das ist die beste Freundin der Richterin. Ja. Die machen immer genau das Gleiche. Dann gehst du weiter zur nächsten Instanz. Ja. Dann bist du schon am. Die haben zwei Gerichte, habt ihr, glaube ich, in Deutschland auch. Du hast ein Verfassungsgericht und du hast so ein Supreme Court. Ich weiß nicht, wie ihr das. Das ist ja in Deutschland Bundesverfassungsgericht und Bundesgerichtshof und dann Bundesgericht. Bundesverwaltungsgericht. Okay, genau. Also dann hast du diese zwei. Verfassungsgericht war ich schon. War nix. Europäischen Menschenrechtshof war ich auch. Da ist auch eine Korruption abgegangen. Ja, das heißt, ich habe das reingeschickt, dann hat man mir eine Referenznummer gegeben, habe ich weitere Sachen geschickt und nachher kam ein Entscheid zurück, ein Stück Papier unterschrieben von irgendjemandem, ja, mit komplett anderen Referenznummer. Kriegst nichts fertig, so in dem Stil. Also Dann die Korruption war die, dass man hat dir eine Referenznummer angegeben, aber tatsächlich war dein Fall unter einer anderen Referenznummer. nee, das Ding ist, ich habe keine Ahnung, was unter dieser anderen Referenznummer überhaupt in der Akte drin war. Ja? Das heißt, ich weiß nicht, ob das denn mein Fall war, sondern einfach mein Name. Ja? Man kann ja eine Referenznummer, wenn man die Kontakte hat, könnte man einfach eine Referenznummer kreieren und sagen, ich mag das Land nicht. Punkt. Ja, wird abgewiesen. Klar. Aber du hast der Europäische Menschenrechtshof ist sowieso eine Witzorganisation. Aber wo ist da jetzt die Korruption? Also denkst du, man hat dir zwei Referenznummern hat man erstellt Es und dir gibt nur, eine gegeben dass und die Person, diese ganze Sache in der Slowakei leitet, ist die slowakische Repräsentantin am Europäischen Gerichtshof, Menschenrechtshof, sorry. Okay. Das heißt, sie vertritt die Fälle für die Slowakei. Und das Ganze basiert auf Trust, oder? Dieser Menschenrechtshof. Sie, offiziell hat sie gesagt, sie hat noch nie von meinem Fall gehört. Kann ja nicht sein, dass es einen Entscheid gibt, von dem das Land, das angeklagt wurde, nichts weiß. Ja? Das heißt, und ich habe das nachher an den Europäischen Menschenrechtshof und die haben so eine Fraud Line, also für Betrugslinie. Da habe ich das denen schriftlich und auch telefonisch gemeldet und kam nie was zurück. Die melden sich partout nicht. Aber es gibt dann eben diesen Supreme Court von Slowakia, das ist dieser Bundesgerichtshof in deutschen Verhältnissen. Da haben wir dann auch was gemacht vor anderes. Im Sommer werden es 3 Jahre. Und es ist so, dass wenn du an dieses Gericht schreibst, dann musst du an die Akte schreiben. Die Akten sind alle noch Papier, ja, bei denen. Du schreibst an die Akte und die Akte wird vom unteren Gericht
gelagert, sagen wir mal so, ja, da sitzt das Ding und da muss es innerhalb rechtlich innerhalb von 2 Wochen an das oberste Gericht, also dieses Supreme Court, geschickt werden. Wurde nicht geschickt. Die untere Richterin schickt das nicht. Sie weigert sich, das zu verschicken. Da kamen dann nachher, die britische Botschaft hat mit dem obersten Gericht gesprochen und der hat dann auch mit dem unteren Gericht gesprochen. Verweigert sich immer noch. Wird nichts gemacht. Das heißt, ein Fall, der vor fast drei Jahren innerhalb von 2 Wochen da hätte sein sollen und entschieden werden, wurde noch nichts gemacht. Ach, das Gericht, über dessen Entscheidung entschieden wird, leitet einfach die Akte nicht weiter an das, genau, an die höhere Instanz. Genau, genau. Und das Ganze, der Grund, wieso ich überhaupt zu diesem Supreme Court bin, war, weil wir haben über diese ganze Sache, wir haben eine Organisation, heißt International Child Abduction Slovakia, mache ein bisschen Werbung, und es ist eine NGO, da sind viele, wir haben das in Italien gegründet, weil wir viele italienische Väter haben, und da sind aber auch ein paar Deutsche dabei, ein paar und so weiter. Ich bin einer der Gründer da und Direktoren. Und wir haben dann diese ganze Sache der EU-Kommission gemeldet, dem Juncker persönlich. Und weil es ging um den Europäischen Gerichtshof. Okay, das ist da in Luxemburg. Und zwar funktioniert dieses Gericht in Luxemburg, funktioniert ja nicht besonders gut, hat zum Glück deutsches Verfassungsgericht ja entschieden, das letzte Woche, da freut man sich als Brexiteer, aber die Sache ist, dass es funktioniert so, dass du als Otto Normalbürger kannst du, die heißen Prejudicial Questions to the European Court of Justice, sind präjudizielle Fragestellungen. Ja. Das heißt, als wir zur nächsten Instanz sind, haben wir Fragen gestellt für das Gericht in Luxemburg. Was passieren sollte, ist, es ist genau beschrieben im europäischen Gesetz, wenn die Antworten nicht klar sind, also wenn es keine eindeutigen Antworten sind, dann müssen die Fragen nach Luxemburg geschickt werden. Ja? Und Luxemburg muss antwortet und das muss dann durchgesetzt werden. Okay? Ganz einfach. Die Korruption in der Slowakei funktioniert so, dass die sagen, ja, diese Fragen, die Antworten zu diesen Fragen sind absolut klar. Also müssen wir es nicht nach Luxemburg schicken. Luxemburg-Thema fertig. Jetzt entscheiden wir, wie wir wollen. Ja? So funktioniert das. Ja? Das ist wie wenn ich jetzt sage, wir müssen Luxemburg fragen, ob dein Hemd viele Farben hat, ja, das sieht aus wie Robert Mugabe, ja, dann sagen die, ja, das ist doch nicht, das ist dämlich, wir sind ja, das ist schwarz, also müssen wir das nicht fragen. Ah, sie werden jetzt verklagt, weil das andere wie Robert Mugabe da herkommt, ja. Und dann sagst du, Moment mal, das geht nicht. Und so haben die gemacht und dann hab ich dann eine MEP, also so eine europäische Parlamentsmitglieder hat mich angerufen und gesagt, die Europäische Kommission hat gesagt, ich soll anrufen. Das ist eine Sauerei, Sie sollen das jetzt bitte an den slowakischen Supreme Court bringen. Habe ich eben gemacht. Seit 2,5 Jahren sitzt das Ding da. Und dann haben wir das natürlich zurückgemeldet. Bei EU-Kommission will keiner wissen.
Keiner will wissen, dass die EU nicht funktioniert. Bei der EU ist klar. Keiner will wissen, dass in diesen Ländern sich Leute dann ein kleines Königreich aufbauen durch Korruption und schalten und walten, wie die wollen. Das interessiert keinen. Ja? Man will nur so tun, wie es ein Rechtssystem gibt. Ja? Man will es nicht abchecken und dann bestrafen. Ja? Wann hast du denn das letzte Mal Kontakt zu deinem Sohn gehabt? Das letzte Mal war jetzt überlegen. Es war am 29. glaube ich, Mai 2015. Ja. Hm. Also bald mal. Ja, das sind jetzt fast genau 5 Jahre. Ja. Ein paar Mal, 2-3 Mal hat das Sozialamt in der Slowakei gesagt, die organisieren einen Anruf. Das letzte war Dezember vor 1,5 Jahren, glaube ich. Und da wurde er wie ein Brett unterm Arm Bildschirm vorbeigetragen, das war's. Mit Sozialamt da. Dann hieß es ja, das Kind will nicht mit dem Vater sprechen. Das war's. Dieser letzte Kontakt war mit ihm zusammen. Und ich habe immer alles aufgenommen mit ihm. Ich habe also von dem Tag irgendwie 6 Stunden Video. Und da haben wir morgen war er immer so, wir haben geholt, dann gingen wir in den Spielplatz, bis er dann, weil er würde immer weinen am Anfang, bis wir um 2-3 Ecken waren, dann hat er angefangen zu lachen, weil dann konnte seine Mutter nicht mehr sehen. Ja. Dann ging es in den Spielplatz, dann hieß es ja, hatte gesagt, ich habe so eine Schramme da gesehen im Kopf unter den Haaren. Er hat gesagt, ja, das hast du mir gemacht. Gestern. Und ich so, was? Wo? Ja, da. Wir waren aber nicht da. Ja, da. Weißt du, so in dem Stil, oder? Und da habe ich gesagt, komm jetzt, was soll das? Das hat es ja nicht. Und da hat er gesagt, ah, nee, das war am Donnerstag, hatte ich Streit mit diesem Kind in der Schule und bla. Ne? Mama hat gesagt, er soll behaupten, es sei von mir. Ne? Dann gingen wir in den Laden, weil ich habe immer ein Hotel geholt, wo ich so eine kleine Küche hatte und wir was zum Mittagessen machen konnten. Und dann hieß es, das war das mal vorher, aber auf jeden Fall, dann hieß es, das war jetzt am ersten Tag, habe ich gesagt, ja, willst du Schinken, willst du dies? Na, ich will so und sowas. Gut, und sollen wir Schinken für morgen holen? Nein, Mama hat gesagt, heute ist das letzte Mal, dass ich dich sehe. Okay, und das hat auch bis jetzt soweit gestimmt. Ne? Hm. Dann hieß es eben, Mama hat gesagt, ich wolle ihn wegnehmen. Dann habe ich gesagt, will ich ja nicht, weiß er. Mama sagt, ich bin nicht sein Papa, bla 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 und so weiter. War immer diese Sache. Aber waren ganz schöne Zeiten auch mit ihm, weil zum Beispiel sie hat ihm verboten, mir Daddy zu sagen. Ja? Ich habe mit ihm Englisch immer gesprochen und das ging auch sehr gut. War in der englisch sprechenden Schule, Englisch, Spanisch, Slowakisch, Chinesisch, der kann alles, ja. Ist nicht dumm. Und der Kleine hat dann eben gemerkt, sie hat gesagt, er soll mich nicht Daddy nennen. Dann hat er mich You genannt, ja. Aber dann hat er ein Video in Skype gemacht mit meinen Eltern und gesagt, ja, Daddy is in the kitchen. Weil das hat sie ihm ja nicht verboten, dass er nicht Dritten sagen kann, dass ich Daddy bin. Also weißt du, und dann guckt er mich an und smilet. Ne? Das ist extrem, was die solche Kinder psychologisch durchgehen müssen mit solchen Eltern.
ist echt schockierend, wie die diese Umwege finden, um trotzdem Gefühle zu zeigen. Ja, und dann hat er mir, er war nicht einmal vier, dann hat er gesagt, tomorrow I go see Matula. Ja, und dann habe ich ihn angeguckt und ich wusste, wer dieser Matula ist. Das ist ein korrupter Kommunismus-Ära Kinderpsychologe, ja. Wo ich nachher herausgefunden habe, da war sogar der Kinderpsychologe von meiner Ex, ja. Natürlich konnte er nicht sagen, dass sie jetzt schlecht ist, weil sonst hätte er ja zugestehen müssen, dass er es vor 30 Jahren verbockt hatte, ja. Auf jeden Fall hat er mir eben das gesagt. Dann habe ich gesagt, ja, ich weiß, wer der Matula ist. Und dann siehst du ihn denken, oder? Bald mal vier, ja. Und wir gehen in der Straße entlang, dann sagt er, ja, every time you see me in Bratislava, I go see Matula. Okay, gut. Ja, I see you tomorrow. Okay. Das heißt, jedes Mal, wenn ich besuchen kam, war schon im Vorein, am nächsten Montag, am darauf folgenden Montag, war ein gebucht Kinderpsychologe. Dann hieß es, Mama sagt, ich soll sagen, du schlägst mich. Aber schlag ich dich? Nein. Schlag dich Mama? Nein. Nein, aber Mama sagt, ich soll das sagen. Ja. Ich habe den Kinderpsychologen geschrieben, alles aufgenommen und so weiter. Hat er dann trotzdem das geschrieben. Sobald ich der Richterin gesagt habe, ja, aber ich kann beweisen, dass das eine Lüge ist, ich habe Videos, da hat sie gesagt, ja gut, dann nimmt sie jetzt das Ganze nicht an, dass das stimmt. Aber trotzdem. So ging diese Sache. Jetzt ging es also so weit, dass dann ich auch hier in Isle of Man nachher noch vor Gericht Aussage gemacht habe, 200 Seiten Beweismaterial und so weiter. Auf Anfrage vom Gericht der Slowakei. Die einzigen Fragen, die gestellt wurden, waren die von meiner Anwältin, weil die andere Seite keine Fragen gestellt hat, die Richterin hat keine Fragen gestellt. Das Ganze ging dann los per DHL von Gericht zu Gericht. Und dann hieß es im Gericht, ja, das ist nie angekommen. Bis wir dann über DHL das Ding hatten mit der Unterschrift. Oder? Natürlich ist es angekommen. Aber die Beweismaterialien existieren nicht. Ja? Also ich, das Sozialamt behauptet auch, ich habe ich mich nie gemeldet. Außer, dass die 30, 40 Stunden Video von mir haben und dass ich die Read Receipts habe und so weiter und dass wir das auch von Hand noch abgegeben haben. Nee. Das Einzige, was das Sozialamt mal gemacht hat, hatten die gesagt, die laden mich zu einem Meeting ein. Hier, bla, diese Zeit. Und dann habe ich zurückgeschrieben. Ja, okay, ich werde das Meeting wahrnehmen. Ja. Ich sage es jetzt so, weil ich habe es genauso im Englischen halt so gesagt, also so eine Trickantwort, damit die dachten, dass ich wirklich da hingehe. Aber ich habe dann wir haben da hingeschickt, einen Journalisten mit einem Entscheid, dass er mich vertreten kann und dass ich auf Video bin und so weiter. Und die Leute haben mich gehasst. Weil das Ganze war eigentlich nur so, dass die wussten, in welchem Zimmer ich zu welcher Zeit bin. Wahrscheinlich standen die Bullen draußen. Und dann wollten die kein Meeting haben. Die hatten keine Agenda für das Meeting. Keiner konnte Englisch, keiner konnte Deutsch. Mir wurde nicht gesagt, ich sollte einen Übersetzer hinschicken. Da ich einen hingeschickt habe, wollten die nicht mit dem sprechen. Und nachher hieß es gar nichts über was eigentlich an diesem Meeting hätte passieren sollen, sondern das war eigentlich nur eine Falle. Aber naja, so funktioniert das. Aber jetzt hat sich das langsam gedreht. Wie gesagt, war eine
diese Wahlen, neuer Premierminister, komplett neue Regierung. Und jetzt ist der Schuh, sitzt auf dem anderen Fuß. Ja. Also jetzt geht's los. Das Kann heißt man. ja, du bist ja dann Opfer geworden von der Korruption in der Slowakei, die ja auch Bürger der Slowakei erlebt haben und dann eben in der Wahl Auch. entschieden haben, wir machen hier einen Cut und wir wählen eine andere Partei, die eben dann gegen die Korruption vorgeht. Die Korruption da ist. War so extrem. Das nicht nur im heutigen Familiengericht, sondern auch in allem. Ja. Die letzte Sache noch von der alten Regierung war noch also diese Vorbereitungen auf Corona. Ja. Ja, da wurden, ich bin nicht sicher, was genau die Zahlen waren, aber ich glaube, so im Stil von Masken gekauft, die man für 20, 30 Cent kriegt, im Großeinkauf wurden gekauft für 5 Euro. Weißt du? Ab China. Ja? Nicht mal die Lieferung war mit inbegriffen. Ja? Da hast du Leute, die haben die Maschinen, zum Beispiel so Maschinen im Spital, die kosten die Regierung 3, 4 Mal mehr wie in Österreich. Ja, einfach weil so viel draufgelegt wird. Wir als Westler denken immer, Korruption ist irgendeiner, der 10% nimmt. Das ist nicht so. Da werden zum Teil 10% weitergegeben. Ja. Oder 10, 90%, also 10-mal mehr draufgeschlagen, ja, 900% drauf, Aufschlag. Das ist ganz extrem, was da abgeht. Und das sind, ich glaube, man sitzen so Handgelenk mal P6-7 Richter im Knast, die ehemalige, was war die, nicht Justizministerin, sondern die politische Beauftragte für Justiz, die sitzt im Knast, Monika Jankowska. Sie hat sich bei meinem Fall auch eingemischt. Bei einem anderen Fall auch. Jetzt waren halt, dass die nächsten wieder ausgeräumt werden. Es sind glaube ich, etwa 30 Richter sind in Frührente gegangen, in der Hoffnung, dass sie dann nachher nicht im Knast landen. Da kommt noch vieles auf uns zu in der Slowakei. Diese Corona-Krise kam halt vom Timing her jetzt ein bisschen entgegen. Also hat sich für dich dieser lange, jetzt 9 Jahre währende Kampf gelohnt durch diesen politischen Wandel, der stattfindet? Denkst du, dass jetzt die Sache in deinem Sinne läuft? Ich glaube, es hat sich für mich jetzt sowieso gelohnt, ja, weil ich habe mich besser kennengelernt, meine Stärken und so weiter. Man lernt sehr schnell, wie schlecht Justiz in sehr vielen Ländern funktioniert oder in fast allen. Ja. Es ist ein taktisches Ding, macht mir Spaß. Ja. Es ging mir, ehrlich gesagt, zu lange, bis ich einen neutralen Punkt kam, wo ich nicht mehr in die Ecke getrieben werden konnte oder ich nicht mehr im großen Risiko war. Ja. 2, 3 Jahre lang konnte ich nicht mehr mein übliches Ding machen von England in die Schweiz fahren. Ja. Bin jetzt, wenn man das im Oktober bin ich das letzte jetzt wieder gefahren, aber 2, 3 Jahre lang nicht. Wenn ich das Auto von A bis B hinbringen musste, dann ist mein Vater rübergeflogen, ist mit dem Auto gefahren durch Frankreich, weil ich
Als Engländer traut man dem Franzosen sowieso nicht. Aber sowieso schon gar nicht, wenn da jemanden mit einem Haftbefehl kommt, ja. Weil eben, das ist so dieses Ding in der EU, glaubt man, dass, ah ja, es gibt ein EU-Rechtssystem und die unterstehen dem EU-Recht und so weiter. Aber eben, ich habe genau das gemacht mit diesen präjudizierten Fragen. Und genau der EU-Kommission gemeldet und genau dann haben die wieder das Recht gebrochen. Aber das kommt natürlich jetzt wieder zurück, oder? Weil das ist genial als solches, weil jetzt gibt es einen neuen Chef von diesem obersten Gericht, vom Supreme Court. Wurde letzte Woche eingestellt. Das Problem ist, dass natürlich mein Fall, der ist noch live. Der sitzt nur in der Akte. Der ist nicht abgekillt. Der sitzt, der ist live. Der wird besser, wie ein Wein im Keller, ja, oder ein Käse, ja. Vielleicht eher wie ein Käse, weil für den, der Käse gern hat, wird er immer besser. Für die anderen stinkt er immer schlechter, ja. Und das ist genauso für diese Richterin. Weil der neuen Gericht, der neue Chef, der muss ja was machen. Der kann ja sowas nicht erlauben. Ja? Weil sonst stinkt er auch, ja. Denkst du, dass es für deine Beziehung zu deinem Sohn was hilft? Also, dass der Supreme Court in der Slowakei, dass der entscheiden wird, du kriegst ausgedehntere Kontaktzeiten? Oh, ich hab keine Ahnung, ob da das sind Dinge, ich habe mich mit dem jetzt abfinden müssen. Ja. Ich habe alles probiert. Ich habe, wie du weißt, ich habe einen kleinen Sohn, der ist jetzt kurz, 2 Monate alt, 2 Jahre, 2 Monate alt. Der war der jüngste Kläger in der Slowakei, zusammen mit mir. Papa und 1 Monat alter Sohn haben auf Familienrechte geklagt, dass er seinen älteren Bruder kennenlernen darf. Entscheidung der Richterin war, ja, er hat die Menschenrechte, seinen älteren Bruder kennenzulernen, also soll ich mein damals 2 Monate altes Baby in die Slowakei nehmen, um meinem damals 7 Jahre alten Bub zu zeigen. Genau die gleiche Richterin, die gesagt hat, dass er mit 5 Jahren alt zu jung war, um zu reisen. Aber das Kind, das schweiz-englische, schwedische Kind, soll in die Slowakei reisen mit 2 Monaten, ja, und vortraben da bei der Mutter. Ich soll mit dem Kinderwagen in ein Land gehen, wo ich verhaftet werde. Was passiert dann mit meinem Kleinen? Da wird wahrscheinlich noch versteigert worden. Ja. Also es so funktioniert das. Aber wie gesagt, mein älterer Sohn, der wird eben jetzt morgen mit der Neuen. Ich mache das Ganze für ihn. Ja. Dass ich ihn hoffentlich sehe, dass er hoffentlich stolz ist, dass hoffentlich andere Kinder nicht durch so einen Scheiß durchgehen müssen. Und ich hab in diesem Kampf viele Vorteile und ich habe diese Vorteile genützt in der Slowakei. Und jetzt kämpfen sehr viele Slowaken hier zusammen. Ich bin der diese Insider reingeholt hat. Die Spione, die Informanten, die alles, weil ich im Ausland sitze. Es ist noch ein Nacheffekt vom Kommunismus. Die trauen einander nicht, trauen aber mir. Ja. Ich kann das noch weiterleiten. Dann kann ich organisiere Meetings zwischen Leuten in der Slowakei, die ich nie getroffen habe. Und die trauen einander, weil die mir trauen. Und
ich hoffe, dass das jetzt dem Ganzen ein Ende bringt. Aber ich war der Erste, der überhaupt diese Leute beim Namen erwähnt hat. Und jetzt wird es das überall, Facebook, Fernsehen und so weiter, da werden die Namen erwähnt. Vorher war das alles, das ist wie wenn die Stasi noch da wäre, ja. Das war so ganz, ganz extrem. Und jetzt kommt das Ganze zusammen. Und dann hoffentlich müssen andere Kinder das nicht durchgehen. Aber ich habe eben diesen Vorteil, ich wohne im Ausland. Diese Trottel haben das so bewerkstelligt, dass sie nichts mehr zu verlieren haben. Ich kann meinen Sohn nicht weniger sehen, wie ich ihn jetzt schon sehe. Ja, also komplett idiotisch. Macht man nie jemandem nichts. Nichts geben. Ja, das ist ja das, wenn du nichts mehr zu verlieren hast, dann kannst du ja eigentlich erst richtig kämpfen. Genau. Und da muss man, und gut, dumm bin ich auch nicht. Und ich bin von meiner Arbeit, ich habe 20 Jahre lang Videospiele designt und Videospielefirmen geleitet. Das heißt, ich kenne Taktiken in- und auswendig von allen Seiten. Ja. Wenn einmal Multiplayer oder Strategie oder AI oder was auch immer kreiert hast, dann musst du wissen, was alle Seiten denken. Und Taktik ist nicht mein Ding. Und bis jetzt, diese Taktik wird gewinnen. Diese Leute werden verlieren. Die gehen in den Knast. Was ich schade finde als solches, ist, dass diese schlechten Eltern als solches, diese Eltern, die sowas reinrutschen, weil die halt irgendwelche psychologischen Probleme, Störungen, was auch immer haben, aber die werden in diese Sache reingezogen, weil es das gibt, ja, weil es möglich ist. Ja. Wenn es nicht möglich wäre, dann würden die es nicht machen. Ja. Das ist genauso wie, es gibt viele Leute auf der Welt, die gerne jemanden erschießen würden, aber die wissen, dass man dann landet man hoffentlich lebenslänglich im Knast. Also machen die meisten das nicht. Wenn es auf einmal heißen würde, ja, kannst du alle erschießen, wie du willst, dann wird es aussehen wie im Wilden Westen. Ja. Ich habe mir vorhin überlegt, du hast ja gesagt, dass die Mutter deines älteren Sohnes hat ja gesagt, ich treibe ab und dann bringe ich mich um vor der Geburt. Und sie hat ja nicht abgetrieben und hat sich nicht umgebracht. Aber was sie macht, ist, dass sie eigentlich Seelenmord an ihrem eigenen Sohn begeht und ja quasi auch versucht, deine Seele zu töten. Also eigentlich hat sie ihre Aggression, die sie gegen sich gerichtet hat, und das ungeborene Kind hat sie ja jetzt gegen das geborene Kind und gegen den Vater des Kindes gerichtet. Ja, genau. Und das Problem ist, dass seit, also was für mich schockierend war, wo ich eben gesagt habe, mit diesem Video denkst du ein, zweimal mit Sozialamt-Video, wo ich meinen Kleinen vorbeigetragen gesehen habe. Sie saß aber da am Bildschirm. Und ich saß mit meinem dann, was war der dann? 8, 9 Monate alten Kind auf meinen Beinen. Ja? Und es ist schon schockierend, wenn du Hass für ein 8 Monate altes Kind in den Augen von dem siehst, auch über Skype oder so. Ja. Das war unglaublich. Das war für mich echt schockierend. Hm. Wie man nicht einfach sagen kann, ist der süß oder der smilt oder was auch immer. Das macht jeder. Ja. Das macht jeder. Ich kann das nicht verstehen, dass sogar bei Corona-Zeiten die Leute das im Laden sagen über den Kleinen, ja, aber dass jemand das nicht machen kann, wenn er 10 Minuten da neben mir sitzt, um seinen Bruder zu sehen. Ja.
Und das Ding ist, die Leute, die das machen, die sind Opfer. Meistens sind die, wenn die eine Störung haben, dann sind die Opfer von irgendwas, das lange, lange vorher passiert ist, bevor wir nackig wurden, ja, und Kinder produziert haben. Ja, das war lange, lange, lange vorher bei ihr in der Kindheit. Ja. Und dann kommen dann diese Leute und diese Korruption ist eine Falle. Das ist ein Einwegsystem. Du kommst nicht aus so einem Dings raus. Und wenn dann einmal gesagt wird, ja, weißt du was, du kannst jetzt entweder hoffen, dass die Richterin denkt, dass du nicht einen an der Waffel hast, und hoffen, dass sie nicht den Papa so viel Kontakt lässt, dass da irgendwie Einfluss ist. Oder wir können zahlen. Ja? Oder wir können irgendwelche Verbindungen warten lassen. Oder wie auch immer diese Korruption dann nachher in verschiedenen Situationen abgeht. Und wenn du das da einmal reingehst, dann kommst du nachher nicht raus. Und diese Leute sind dann eigentlich im Opfer. Die sind Opfer von irgendwas, das in deiner Kindheit wahrscheinlich passiert ist. Und die Chancen, dass ich sag's jetzt mal einfach so, die Chancen, dass mein Kleiner, deine Kinder, die Kinder von allen, die hier zusehen, dass die alle in der Zukunft auch ein Problem haben, ist verdammt groß. Hm. Die ist verdammt groß. Und dann gehen wir das Ganze nochmals mit den Enkeln durch, ja. Also das ist, und wahrscheinlich noch mit einer Generation, die noch gar nicht irgendwie noch gar keiner dran denkt, ja. Das geht durch diese Situation, durch diese Generation weiter. Und die sind eben halt eben auch Victims als solches von dieser Situation. Und können da nicht raus. Ja. Und das ist unglaublich schwierig, wenn man, also was die Leute wissen ja auch, dass die lügen. Die wissen, dass die was Schlechtes machen. Aber die meisten Leute haben einen Schutzmechanismus. Und die sagen sich, ja, das ist nicht schlimm, was ich gemacht habe. Ja, das ist ja ein Arschloch. Wie kann man das wahrscheinlich so. Ja, wie kann man das durchbrechen, da als du gesagt hast, dass in der Slowakei, bevor die neue Regierung gewählt wurde, hat man die Namen derjenigen, die korrupt waren und die Macht hatten, hat man sich nicht getraut zu sagen. Du hast gesagt, das ist quasi noch der Einfluss vom Kommunismus. Aber jetzt, da sie eine neue Regierung haben, tauchen diese Namen auf in Social Media, in der Presse und so weiter. Und ich überlege mir jetzt aus meiner eigenen Geschichte heraus, ich habe ja freifam.de gegründet 2018 und habe ein Jahr lang allgemein geschrieben über Gerichte, Jugendämter, Psychologie und so weiter. Und in meinem Fall hat sich nichts getan. Ja, das wurde nur schlimmer. Dann habe ich angefangen, konkret über das Gericht zu schreiben, das jetzt in unserem Fall zuständig war, oder auch das Jugendamt. Aber ich habe noch keine Namen genannt. Ja, da hat sich auch nichts getan. Dann habe ich mir jetzt im Januar gedacht, ja, dann nenne ich jetzt mal einfach die Namen dieser Leute. Ja, die sind persönlich verantwortlich. Und die Überlegung dahinter war natürlich auch, vielleicht fangen die dann endlich an zu denken. Ja. Und natürlich habe ich mir auch überlegt, okay, wenn ich jetzt die Namen nenne, wie schlagen die zurück? Ja, was machen die dann? Das Interessante ist, jetzt seit 5 Monaten nenne ich die Namen dieser Leute und es kam nichts. Ja, also es wurden Strafanzeigen, ich will jetzt nicht sagen angedroht, weil wenn ich sage, das wurde mir angedroht, kann man mir ja wieder eine Strafanzeige stellen, weil ich jemand verleugne oder üble Nachrede, er würde mir drohen. Ja? Ich sag mal, man hat mir einen gut gemeinten Hinweis gegeben, dass man eventuell vielleicht eine Strafanzeige gegen mich macht. Ja? Das war ein Richter, der Landgerichtspräsident hier von Ulm, der Lutz Rüdiger von Au heißt, der hat so ganz nett
ganz freundlich den Hinweis gegeben, ja. Na gut, dann habe ich ja gleich geschrieben, dass er da einen Richter schützt, anstatt Kinder zu schützen, ja. Und ich kann ja alles belegen, was da läuft. Ich habe bis jetzt keine Strafanzeige bekommen. Also ich denke, dass auch in Deutschland die Leute viel zu viel Angst haben, die Namen zu nennen. Und da habe ich mir halt überlegt, als du das jetzt gesagt hast, man muss die Namen nennen, damit die Personen persönlich verantwortlich in der Öffentlichkeit stehen für das, was sie im Geheimen, im Jugendamt oder im Gerichtssaal machen. Genau, weil das Gute ist, du hast in Deutschland diese Beweise, dieses Beweismaterial, du kannst es belegen und das bedeutet was. Du musst dir vorstellen, wir haben hier jahrelang in der Situation gekämpft, wo diese Beweise nichts wert waren. Nichts. Ja? Ich habe vorhin erwähnt, ein Kontakt, der hatte, der hat nachher die Kinder aus der Slowakei rausgeholt. Ist ein lebendiger Fall in den USA, also kann ich nicht ja, jetzt zu viel dazu sagen, ja. Weil Hager Abkommen, Rückführung und so weiter. Aber ich kann einfach sagen, was da bei ihm abging. Er wurde in der Slowakei von einem Kriminalgericht zu 7 bis 9 Monate, so irgendwas bedingt, ja, verurteilt für Stalking. Also, was ist Stalking auf Deutsch? Das ist, wenn man das sagen, als Stalking in Deutschland. Ja, für Stalking, ja. Die Mutter konnte nichts beweisen. Das Einzige, was sie gesagt hat, ich glaube, er weiß, wo ich immer bin. Das ist eine Frau, die in den Medien ist, Mini-Celebrity. Ja. Klar weiß man, wo die ist. Ja. Hat flammenrote Haare. Also mir wurden von verschiedenen Leuten Fotos geschickt. Ah, weißt du, wo seine Frau ist? Ja, weißt du, also jeder hat gewusst, wo sie ist. Aber eben diese Entscheid, dieses bedingtes Urteil, das wurde gemacht, ohne dass er im Gericht war. Er wusste gar nicht, dass das gemacht wurde. Das wurde insgeheim entschieden. Und dann ein paar Monate nach dem, innerhalb von dieser bedingten Strafe, kam wieder eine verrückte Strafanzeige, die natürlich dann die andere, dann hätte er das gemacht während der bedingten Strafe, ja. Und diese bedingte Strafe war kurz genug, damit dann nachher die nächste Instanz noch nicht entschieden hätte. Das heißt, dann kannst du das aktivieren mit dem nächsten erfundenen Strafanzeige. Und dann hätte er die Kinder nicht mehr gesehen und einen Landesverweis gekriegt. Ich glaube, er hatte ein Entscheid, nur damit man so ein bisschen sieht, wie das geht. Ja, das heißt, in der Slowakei hast du ein Ding, dass du, ich glaube, mindestens 32 Euro pro Monat musst du zahlen für ein Kind. Ja, sonst ist es ein krimineller Akt. Also nimmt man jetzt das als das eine Maß. Und ihm wurde gesagt, ja, er darf seine Kinder, die von Israel entführt wurden, darf er jede Woche sehen. 2 Stunden in der Slowakei. Von Israel. Und dann, da ist er jede Woche von Tel Aviv nach Wien geflogen und hat versucht, seine Kinder zu sehen. 12 oder 13 Mal nacheinander hieß es, sie sind krank. Dann ist er wieder umgekehrt, wieder Flughafen Wien und wieder zurück. Ja? Jede Woche. Und dann hieß es, er hat kein Interesse an den Kindern. Das ist schon eine komische Art, ja. Mir wurde auch gesagt, weil ich nicht rübergehe und auch wenn ich sage, ich könnte verhaftet werden, was die Richterin nicht bescheid hat sie gesagt, der Vater zeigt kein Interesse am Kind. Nee, darum sitze ich 8 Jahre lang bei einem Gericht und gebe ein Vermögen aus für Anwälte, weil ich kein Interesse habe. Ist klar,
So zeigt man doch kein Interesse an einem Kind. Im Kafka, Lewis Carroll, alles in einem. Ja. Das ist unglaublich. Was für Sachen da geschrieben werden, und da kommt ein Stempel unten drauf. Und das war's. Komplett zusammengelogen, komplett irrsinnig. Wie gesagt, kann ja nicht sagen, also wenn jemand kein Interesse an einem Kind hat, das ist ganz einfach zu definieren. Er will das Kind nicht sehen. Wenn jemand fragt, ich will das Kind sehen, dann hat man Interesse. Bumm, fertig. Alles andere ist einfach purer Wahnsinn. Und aber hey, im Land von Kafka. Und solchen Sachen werden Glauben gegeben. Und es geht einfach immer weiter in jedem von diesen Dingen. Und ich glaube, das Problem ist, dass die Regierung jetzt hat mit Corona halt viel zu tun und so, auch wenn es fast keine Fälle gibt. Aber ich glaube, die haben gar nicht gemerkt, wie extrem verflechtet dieses Problem ist. Weil es kann ja nicht sein, dass das nur bei Familiengerichten ist, die Korruption. Also diese Dummheit, Boshaftigkeit und so weiter, die von Familiengerichten kennt man fast weltweit. Aber dann diese Korruption nicht. Und das kann nicht sein, dass diese Korruption nur bei Familiengerichten ist und dass die anderen irgendwie alle gut funktionieren. Das heißt, das ist überall. Und da müsste es ja theoretisch einfach mal alle Richter rausnehmen, weil die Gesetze sind eigentlich ganz gut. Die kriminellen Gesetze sind unglaublich gut. Da sollte Deutschland 1:1 kopieren. Ja? Einfach geschrieben, wirklich ganz klar und so weiter. Außer, dass irgendjemand einfach entscheiden kann, nee, machen wir nicht und fertig. Ja. Aber sonst ist es sehr gut. Und da steht eben drin, wenn man weiß, dass irgendwas Kriminelles gemacht wurde, dann Wie ist das in deinem Fall? Was ich erlebe, ist, ab dem Punkt, wo ich jetzt in meinem Fall meiner 4 Kinder, wo ich so langsam angefangen habe, durchzusteigen, welche Rechte wir haben, ja, und ich auch Gesetze nennen konnte. Ab da bin ich, wie du es auch gesagt hast, so aus der Defensive herausgekommen und konnte zumindest mal auf eine neutrale Ebene kommen, ja, dass nicht nur ich angegriffen wurde, sondern dass ich auch was gegen das Jugendamt und gegen das Gericht hatte. Ja. Also hast du eigentlich nur eine Chance gegen den Staat, wenn du deine Rechte wirklich kennst und auch Gesetze, Paragraphen nennen kannst, Rechtsprechung kennst, musst du dich damit auskennen, um dich wehren zu können? Ja, weil ich glaube, die wollen, dass man da hingeht und fast so ein Masochist ist, ja, und das einfach hinnimmt. Und ich meine, viele Leute haben mich gefragt, ja, wir haben natürlich hunderte von Leuten gesprochen und geholfen und so weiter. Und die meisten sagen, okay, was ist so der beste Tipp? Dann habe ich gesagt, wenn das einzige Kind ist, das du hast, oder die einzigen Kinder, geh los, finde jemanden, den du wirklich liebst, gründe eine Familie. Ja. Die Leute, die in den meisten Fällen halt Papa sind oder eben auch die Mamas, die keinen Kontakt zu dem Kind haben, da irgendwas passiert im Kopf, wo die denken, vielleicht ist irgendwas dran, oder? Das ist so dieses No Smoke Without Fire, ja? Dieses Prinzip, dass ja, wenn nur 1% von dem stimmt, was die andere Seite sagt, ja, dann ist das schon ja gut, dass wir da keinen Kontakt lassen, ja, was so in dem Stil. Und das, diese Gedanken von den Richtern, dieses Spielen mit der Möglichkeit, dass etwas stimmen könnte, das greift nachher die Psyche des Opfers an.
Und dann auf einmal sind die dankbar, dass die 2 Stunden ihr Kind sehen können. Ja. Und lassen sich Sachen bieten, die kein normaler Mensch je durchgehen sollte, seit Zeiten der Sklaverei. Ja. Das ist unglaublich. Man wird, ich habe von einem Slowaken gelesen, war durch Google Translate und so weiter. Also, ich hoffe, es stimmt genau, aber da hieß es, ihm wurde von der Richterin verboten, seinen Sport zu betreiben. Der kostete ihm nichts, aber er durfte seinen Sport nicht mehr betreiben, weil er in dieser Zeit arbeiten sollte, damit er Geld verdienen kann für die Familie. Der Mann sagt, er arbeitet 250 Stunden pro Monat und kommt auf keinen grünen Zweig und hat einen Gerichtsentscheid, dass er eben seinen Sport nicht mehr betreiben kann. Muss dir mal vorstellen, keine Ahnung, was sein Sport war. Aber nehmen wir mal an, das war irgendwie Joggen oder so. Ja, irgendwas, das ein bisschen Zeit verbraucht, ja, und gratis ist. Also würde ich jetzt mal Joggen annehmen. Ja, so, aber da sind Theoretisch wir ja nicht weit, was verhaftet, da, wenn ja, er Job. das sind wir wirklich nicht weit weg von der Sklaverei. Also das ist Nee, ja absolut. Das ist ganz so weit diese dran, ja. Leibeigenen, oder wie das hieß, ja. So Genau, diese, richtig, ja. Also ich habe auch überlegt, als ich mit dem Gericht angefangen habe, wollte ich halt, dass unsere Kinder, so wie sich die Kinder auch gewünscht haben, bei beiden Eltern leben. Bin halt zum Gericht und habe gedacht, so endlich guckt sich jemand objektiv an. Ja. Das war völlig naiv. Heute weiß ich, der Staat hat seine ganz eigene Agenda, dem ist das Gesetz völlig egal und deine Rechte und die Rechte der Kinder. Die Wahrheit ist ihm auch egal. Der Staat will seine Strategie durchdrücken und die heißt in Deutschland und in vielen anderen westlichen Ländern, Kind zu einem Elternteil, das betreut und der andere bezahlt für dieses Kind. Das ist für die Sozialsysteme die preiswerteste Option nach einer Scheidung von Eltern. Ja. ja. Und ich bin da naiv rein und habe gar nicht gemerkt, was die machen. Ja. Das war reine Manipulation mit mir. Ja. Der Richter hat gesagt, ja, aber es soll ja alles fair abgehen. Es war natürlich nicht fair. Ja. Es wurden Sachen behauptet, die erlogen waren von dem Jugendamt. Ich habe ja darüber geschrieben. Und je mehr ich mich dann getraut habe, umso mehr habe ich gemerkt, wie Leute um mich herum, ja, die mir geholfen haben oder helfen wollten, ja, da, wo ich dann angefangen habe, spätestens da, wo ich die Namen der Leute genannt habe, ja, und auch knallhart die Wahrheit geschrieben habe oder wie ich das erzählt habe, habe ich dann Anrufe bekommen, WhatsApp-Nachrichten, Sandro, mach das nicht. Die nehmen dir die Kinder und dann müssen die Kinder ins Heim und was weiß ich was, ja. Die hatten alle so eine Angst vor dem, was da passiert. Aber es ist natürlich so, sobald du in die Öffentlichkeit gehst, den Namen nennst, dann stehen diese Leute in der Öffentlichkeit. Das ist dann wie so ein Hase-Igel-Rennen, ja. Ja. Je mehr du in die Öffentlichkeit bringst, umso weniger trauen die sich, dir was anzutun. Je weniger du sie in die Öffentlichkeit bringst, umso, ich sag mal, willkürlicher werden die mit ihrer Staatsmacht. Also irgendwann war auch die Öffentlichkeit für mich ein Schutz, damit eben das Ganze nicht noch schlimmer wird. Und so wie ich das gerade sehe, zahlt es sich aus. Und das ist, also das ermutigt mich jetzt, was du erzählst. Das sind genau die Dinge, die gesellschaftlichen Wandel bringen, wenn wir die, die Verantwortung haben beim Staat, die durch ihre falschen Entscheidungen, durch ihre Lügen, durch ihre Machtspiele Kinder schaden, dann nennen wir denen ihren Namen, sagen sie schaden Kindern, sagen warum, bringen die Beweise und fertig. Nur so kann sich was ändern. Nur so kann man das bekämpfen. Also man muss bei jeder Strategie, wie gesagt, Strategieexperte in dem Sinne, du musst hier überlegen, was im Kopf der anderen Seite doch geht, ja. Und nicht nur die anderen Eltern, den anderen Elternteil. Der andere Elternteil ist, wenn man das jetzt wirklich so
mit Halo, ja, wie ein Heiliger angucken will. Der andere Elternteil ist genauso ein Opfer. Ja? Ja, nicht dem Elternteil das sagen. Das hassen die. Ja, die hassen, dass die auch Opfer sind und dass jemand gut ist. Ja, das ist dieses unconditional love versus conditional love. Ja, das ist genau dieses Problem, dass die ganze Liebe zu dem Kind von so einem Elternteil hat Konditionen. Und wenn du keine Konditionen hast und das Kind liebst, auch wenn du das Kind jetzt 5 Jahre nicht gesehen hast, ja, dann hassen die das, weil die es selber nicht machen können. Ja. Jetzt ist es so, dass du musst durchdenken, was in Köpfen von diesen Leuten durchgeht. Und eben die wollen sehen, dass die gut sind. Die wollen auch in den Augen der Öffentlichkeit gut dastehen. Ja, die nehmen Gelder an, damit die eine schöne Handtasche haben. Damit jemand sagt, oh, was ist das für eine schöne Handtasche, liebe Richterin? Wow, Sie sind ja Richterin. Da kann ich Ihnen bitten, einen Titel schreiben. Ja, die in der Slowakei sind die absolut mit Titeln. Das ist unglaublich. Jeder hat einen Titel, aber jeder. Geh mal nur so von diesen hässlichen Hochhäusern, guckst du mal die ganzen Klingeln an. Jeder ist ein Mutter oder ein Jude, ja, oder ein MGR, ein Magister. Das schreit jeder hin. Ja, da hast du, ich glaube, in der Slowakei war was ein oder keine von den Universitäten war unter den Top 1000 weltweit, ja. Aber jeder hat einen Titel. Ja, also kannst du mal ausrechnen, wie wertvoll so ein Titel ist. Ich muss da sagen, da gibt's noch einen Mutter, ja, das ist der medizinische Doktor. Und dann gibt's wie auch in der Schweiz, gibt's die alte deutsche Familie, die Fugger. Ja. Da gibt es wirklich einen, der heißt Mutterfugger. Und hat das auf der Klingel. Also das ist genial. Entweder hat er eine super, super Ironieverständnis oder merkt einfach gar nichts. Ich denke so oft bei den Sachen, ich habe jetzt gestern erst wieder vom Jugendamt so 2 Stellungnahmen gelesen. Wenn es nicht um meine Kinder ginge, oder auch wenn ich Sachen aus anderen Fällen lese, du könntest dich krank oder gesund lachen wegen der ganzen Dummheit, die da drin steckt. Ja? Du liest diese 2 Seiten Stellungnahme und die ist in sich widersprüchlich. Ja? Da ist keine durchgehende Logik drin. Das sind paradoxe Annahmen drin. Ja? Es ist falsch. Du liest es durch und es ist in sich falsch. Ja? Ja. Aber mit diesem Blödsinn wird in unserem Fall 3 Kindern der Vater genommen und ein Kind sieht seine Geschwister nicht, ja? Und die 3 Geschwister das eine Kind nicht. Du könntest dich eigentlich krumm lachen, weil das so dumm ist, ja? Aber es hat eine ernste Auswirkung. Das schädigt Kinder, was die da machen. Ja. Und eigentlich sind das alles Mutterfuggers. Ja, ja, das ist alles Mutterfuggers. Das ist genau so. Nee, also es ist ganz extrem und die nehmen einfach sich sehr ernst mit diesen Sachen und die schreiben Briefe, lange, lange Sachen. Und dann werden auch die Gerichtsentscheide, da steht, da kriege ich irgendwie nach 9 Monaten, kriege ich dann die offizielle Übersetzung, ja. Wenn es sowieso schon viel zu spät ist, und dann liest du dieses Ding und dann liest du die ersten paar Seiten und sagst, das macht ja alles Sinn. Und dann merkst du, ah ja, das ist ja, was ich gesagt habe. Ja? Und dann kommt irgendwann was die Mutter gesagt hat, glauben wir nicht. Und dann eine Entscheidung, die dann komplett weg vom Fenster ist. Aber so Sachen wie zum Beispiel, wenn ich nicht zahle, dann beschädige ich das Kind. Aber wenn ich sage, ich zahle bei 50-50,
dann entscheiden die, dass ich das Kind nicht sehen kann. Also schaden die ja dem Kind, weil ich gesagt habe, ich würde ja zahlen. Dass geschädigt wird, ist sowieso nichts, oder? Wurde im gleichen Gericht wurde behauptet, sie musste zur Bank einen Kredit aufnehmen, weil ich nicht zahle. Ja? Macht Sinn. Hört sich gut an. Bis wir herausgefunden haben von einem Ex-Freund, dass der Kredit wurde aufgenommen, damit sie noch eine dritte Wohnung kaufen konnte. Haben wir dann belegt? Die Richterin wollte nichts mehr wissen. Ja, in dem Fall fällt dieser Angriff von der Mutter weg. Aber dass eine komplette Lüge war und dass da Dokumente vorgelegt wurden, die nicht stimmen, und so, das interessiert nachher die Richter nicht. Ja, nice try, no cigar. Ja, so in dem Stil. Und na gut, die Richterin hat ja ihre Agenda. Die Richterin will was Bestimmtes entscheiden. Ist auch in Deutschland so, ja. Es soll immer nur ein Elternteil die Kinder kriegen. Und dann warten die Richter, dass halt die Vorwürfe kommen. Und dann picken sie sich ein oder zwei raus, halten an denen fest. Wenn du das widerlegst, ja, dann kommt halt der nächste Vorwurf. Irgendeinen wirst du schon nicht widerlegen können. Ja, am besten sind natürlich die psychologisch sind. Wenn ein Psychologe kommt und der behauptet irgendwas, ja, der Vater schädigt das Kind, weil er das Kind zu oft anschaut, ja, dann hat es eben der Psychologe so geschrieben und dann ist es so. Das kannst du nicht widerlegen. Ja. Dann kannst du einen anderen Psychologe bringen, der sagt, das ist nicht so, und dann sagt das Gericht, ja, aber wir halten den anderen für vertrauenswürdiger. Ja. Ja, ja. Dann war es. Oder der Schaden ist jetzt sowieso schon passiert, oder? Ja, genau. Jetzt kann man nichts mehr machen. Ja, also ich muss sagen, ich bin unglaublich stolz auf einige der Kämpfer in der Slowakei. Ich bin auch stolz, dass ich vielen von denen ein bisschen noch einen Schub gegeben habe, dass die das machen. Und da gibt es also echt wunderbare Leute. Ich sag mir Sachen, lach mich kaputt über Muttervogel und so weiter, ja, aber das Ding ist, da gibt's Leute, die in diesem System aufgewachsen sind oder aufgewacht sind, leider, die dann kämpfen. Und das sind dann Leute, da haben wir einen, Milan, der war im Knast, ja, für sein Kind. Ja. Wir haben die gehen Sachen durch. Da haben wir letzten Fotos gezeigt, was die Mutter für 2 Wochen, was 2 Tage oder 2 Wochen, ist egal, was die eingepackt hat. Ja, weil er ja für alles zahlen soll und sie soll laut dem Gesetz, soll sie ihn vorbereiten für den Besuch. Ja, das ist eigentlich idiotisch. Ja, aber da war eine Windel drin, ja, glaube ich, für ein 6-jähriges Kind oder so, keine Ahnung wieso. Dann war eine Creme für die falsche. Ja, wenn du das irgendwie am Popo anbringen würdest, dann geht man wahrscheinlich noch zum Arzt. Ja. Solche Sachen, was da, Schuhe, die nicht passen, so weit. Dann werden neue Sachen gekauft, gehen wieder zurück nach Hause mit dem, tauchen wieder mit alten Sachen auf. Ich habe meinen kleinen, glaube ich, das letzte Mal, zweitletzte Mal, dass ich ihn gesehen habe, habe ich einen alten Laptop gebracht, eingestellt, weißt du, mit Skype, damit er mir und Großeltern anrufen kann und so weiter. Alles schön erklärt und so weiter. Ersten Tag vom Besuch, dann hat er mir gesagt, kann ich ihn bitte da behalten? Weil sonst verschwindet er. Habe ich das den ersten Tag gemacht? Wir haben gesagt, nee, ich bringe das mit. Mutter gegeben im Sack. Am nächsten Tag wollte er den Laptop. Ich habe gesagt, was noch? Ich habe ihn der Mutter gegeben. Ja, ist verschwunden. Ja. Da hast du wirklich solche Sachen, wo du denkst, das ist unglaublich. Einfach diese ganz kleinen Sachen, diese
und so. Das ist, statt dass einem der Arm abgehackt wird, wird man mit einem Papier oder mit einem Karton einfach mal. Das sind Schikanen, das ist psychische Gewalt. Ja, das ist psychische Gewalt. Und das Komische ist, ich denke, es ist so, also ich weiß jetzt nicht, wie es ist nach 5 Jahren, ja, aber als ich einen Kleinen immer gesehen habe, also immer, das waren ein paar Monate lang, ja, war so, dass Kinder haben einen Speicherplatz, ja, Speicherplatz für Mama, Speicherplatz für Papa. Und wenn das überfüllt wird, stellst dir vor, wie 2 Schränke, ja, da geht alles in diesen Schrank rein. Da werden Sachen rausgeschmissen und so, aber der andere Schrank ist fast leer. Da werden die kleinsten Sachen drin behalten. Ja, diese Erinnerungen mit Papa. Da hat mir Kleine mir gesagt, so nach dem 3., 4. Besuch, hat gesagt, ob ich nur ein paar Schuhe habe. Weil ich immer mit den gleichen Schuhen aufgetaucht bin. Und dann habe ich ihm erklärt, du musst 2-mal fliegen, jeden Weg, nur mit Handgepäck. Ich habe dann die Schuhe an, die kann ich schlechten Wetter, guten Wetter und zur Opa benutzen, weil das war das Einzige, was ich in der Slowakei gemacht habe. Ich habe mein Kind gesehen und bin alle 2 Wochen 2-mal zur Opa. Ja, war schön. Kostengünstig. Ich vermisse die Opern und meinen Kleinen, aber sonst vermisse ich nicht so viel. Und das günstige Bier natürlich. Aber die Sache ist, da hat er gemerkt, Papa hat immer die gleichen Schuhe. Das würde er bei der Mutter jetzt nie merken, weil so viele andere Sachen da waren. Ja. Da habe ich ihm gesagt, ich immer die gleichen Schuhe, damit ich Platz im Koffer noch habe, also im Handgepäck für Spielsachen. Da war er stolz. Papa trank nur ein paar Schuhe, damit er Spielsachen mitbringen kann. So diese kleinen Sachen, das sind diese Sachen, die ich dann, wenn ich jetzt hoffentlich bald wieder dann einen richtigen Kontakt habe, mit diesen Sachen kann man dann wieder die Beziehung ganz schnell wieder aufbauen, weil das sind Sachen, die einfach er sich merken wird, weil er es gemerkt hat. Ich musste ihm das nicht sagen, ich musste ihm das nicht zeigen, sondern er hat das gemerkt. Das ist cool. Also es gibt halt eben gute Sachen bei dieser Sache, aber eben, ich bin wirklich auf einige dieser Slowaken wirklich unglaublich stolz. Die wissen auch, wer sie sind, die Leute, und die kämpfen hart. Sag mal nochmal den Namen der Organisation, die du gegründet hast. Ja, das ist International Child Abduction Slovakia. Ja, findet man auf Facebook und haben noch eine Webseite und so. Ich bin auch einer der Gründer, nicht mehr Direktor, aber von SOS Child Abduction in Berlin. Und das hat dann einen größten internationalen Rahmen. Wir haben viele Fälle mit Polen und aber auch Fälle in so Nordafrika und Libanon und so weiter. Das sind dann die Geschlechter umgetauscht. Russland, auch viele Fälle. Fast alle diese slawischen Länder haben ein Problem mit diesen Dingen. Weil, ja, wie ich gesagt habe, wir haben bei International Child Abduction Slovakia haben wir viele Italiener dabei. Jetzt stell dir das vor, ich weiß nicht, ob du jetzt Slowakei, Osteuropa viel gewesen bist, ja, aber es gibt schöne Teile, ja, sagen wir mal so, aber die Wohngebiete sind meistens doch eher etwas erschreckend, ja, für unsere Verhältnisse, ja. Jetzt bist du eine slowakische Mutter, die hat einen Traum realisiert und ist nach Italien gegangen, hat da gelebt, mehr oder weniger am Strand oder wo auch immer, mit einem Mann, und
entführt nachher das Kind zurück in die Slowakei und wohnt nachher in einem Plattenbau. Ja. Jetzt als Richter würdest du nachher sagen, Moment mal, ich wohne da in so einem Plattenbau, wo irgendwie meine Tante auch so in so einem Ding wohnt. Ich weiß genau, wie das ist nicht so schön, oder? Und diese Frau hat La Dolce Vita aufgegeben. Das muss ja ein schlechter Mann sein. Wer würde das Leben in Italien am Strand mit Familienleben aufgeben, um in einem Plattenbau zu wohnen? Da muss ja was falsch sein. Da fängt das Fußballspiel mit schon 7-0 an. Ja? Das ist klar, man fragt sich das. Da gibt es Leute, die dann nachher von England zurück sind, oder da kennen auch andere, die wohnen dann wirklich so im Land, wo zum Teil die einzigen Hobbys der Leute sind Schlägereien und Saufen, ja. Und das sind die Alten, ja. Oder die gehen da irgendwo hin. Ich kenne auch ein paar, die sind dann hingezogen, da in so diese Zigeunergebiete in der Nähe und so, und die Slowaken und die Zigeuner sehen sich nicht besonders gut an, jeweils, und dann die ziehen dann irgendwo hin, wo die nicht wohnen wollen, damit die sagen können, guck, ich brauche mehr Geld, ja. Und es ist unglaublich. Darum halt eben viele Italiener, habe ich das Gefühl, weil ich kann mir nichts mehr so in Sachen so Unterschied von Persönlichkeit vorstellen zwischen so einem familienliebenden, emotionalen Papa in Italien, da wo Mama die beste Pasta macht, und eine eiskalte Slowakin, ne? Das ist also, das muss ja schief gehen, ja. Das muss echt schief Ich gehen. hoffe, ich denke, es gibt auch warmherzige Slowakinnen, Oh, absolut. Es gibt die. ganz, ganz viele, aber in diesen Fällen gibt's diese Fälle, weiß man ja, dass die eben, man muss ja ganz kaltherzig sein, wenn man so lügen kann, oder? Ja, Und die sonst Fälle gibt es. landen ja nicht vor Gericht, wo die Mutter dann warmherzig ist. Also das ist klar. Ja, Richard, das ist. wir sind am Ende unserer Zeit für das Video. Ja. Ich fand es wunderbar. Ich finde es toll, wie du die Details, ja, wie zum Beispiel die Schuhe, die du immer gleich anhast, ja, für die Zeit, wo du noch nach in die Slowakei geflogen bist, bis dahin, dass du schon mehrere Organisationen gegründet hast, die international Vätern helfen, auch Müttern, wenn ich es richtig verstanden habe, die Oh ja. ausgegrenzt Wir werden haben sollen. arbeiten sehr eng mit den Müttern zusammen, weil die sind viel, noch viel mehr halt ein Victim, ja, von dieser Situation, und die kämpfen auch hart und die kriegen auch mehr Presse. Und die machen da auch ganz, ganz gute Sachen. Also wir werden in der nächsten Zeit auf einen grünen Zweig kommen in der Slowakei. Das weiß ich. Ist vieles, vieles am Laufen, und viele Spione in Positionen, die ich jetzt gar nichts erwähnen kann. Aber das wird jetzt fruchten. Und dann gehen dann ein paar Leute hoffentlich sehr lange in den Knast. Und dann hoffentlich sind auch diese ganzen Entscheidungen von diesen Richtern und so weiter, die sind nachher nichtig. Und dann geht es mal richtig los. Dann haben wir zwar alle jahrelang verloren, und die Kinder sind vielleicht permanent geschädigt, aber es kann dann besser werden. Ja. Und ich drücke der neuen Regierung die Daumen. Ich war mit dem Premierminister in Kontakt, mit Justizministerin und so weiter. Die arbeiten an dieser Situation. Und das ist noch ganz gut. In so einem kleinen Land kann man eben auch mit jemandem sprechen, der was macht. Und
Deutschland gibt's ziemlich, ist das ziemlich schwierig, ja, weil es halt die Bevölkerung ist so groß, dass sich keiner verantwortlich fühlt in der Politik. Wobei es gibt da auch Ausnahmen, aber da werde ich jetzt nicht. Ja, okay, Richard, ganz herzlichen Dank nochmal fürs Interview. Danke. Das war sehr Und viel interessant. Glück mit eurem Kampf. Das Wichtigste ist positiv bleiben und am Ende gewinnen. Ganz einfach. Einfach dranbleiben und kontinuierlich weitermachen. Genau. Okay, super. Danke Danke dir. dir. Ciao, 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 ciao. ciao. Tschüss, tschüss.